Ja, moin zusammen. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt, nach den diversen Videos mit Geräten, wo ich doch einige Verbesserungsvorschläge hatte und lange da hin und her geredet habe bzw. Videos gemacht habe, da dachte ich mir, ach, holst du dir mal zur Erholung was von einer Marke, in Anführungsstrichen, von einer Marke, die man dann kennt. Und da bin ich dann eben auf Flex gekommen. Und zwar, ja, früher hieß ja Flex das Original und heute heißt das This is Performance. Das ist möglicherweise ein Indiz für was? Na, wir werden es noch sehen. Ich habe mir insgesamt drei Maschinen geholt. Zwei davon seht ihr jetzt, und zwar eine aus dem Set. Das ist die PD2G 18, also 18.0-EC FS55, kurz gesagt FS55. Und dann der eigentliche Star des Tages, die DD4G 180-EC, eine Viergangmaschine mit elektronischer Drehmomentverstellung, während die FS55 eine ganz normale Federkraft gesteuerte Drehmomentverstellung hat, ja, und auch eine Schlagbohrmaschine ist, also mit einer Schlagfunktion, aber das tut ja im Moment nichts zur Sache. Hat die hier eben diese elektronische Verstellung. Das ist eben so ein, ja, grundlegender Unterschied. Und ich war besonders gespannt auf dieses Vierganggetriebe. Flex, okay, ist natürlich in der Vergangenheit durch mehrere Hände gegangen. Ist jetzt bei einem chinesischen Konzern gelandet. War früher rein deutsch. Jetzt soll die, ja, Entwicklung und Produktion ausschließlich in China liegen. Und möglicherweise wirkt sich das auch irgendwie aus. Ja, im Hintergrund ist da jemand fleißig am Bäume zerkleinern. Okay, müssen wir so mitleben. Ich hatte bei beiden natürlich den Praxistest gemacht. Zuerst die Akkus aufgeladen, das sind 5 Amperestunden Akkus. Diese Maschine hier, die FS55, kommt aus einem Set. Das tut aber nichts zur Sache. Die sind ja weder schlechter noch besser. Hat das große Ladegerät, 5 Amperestunden Akkus, 2 Stück. Deswegen stehen die hier beide auf diesen 5 Amperestunden Akkus. Die DD4G, also der Viergänger, der kam separat in einem Karton. Übrigens, auf keinem steht das komplette Logo von Flex drauf, ne? Also auch nicht auf der Umverpackung vom Set. Man sieht also hier nichts, dass das This is Performance oder das Original steht. Jetzt diese beiden hier. Die habe ich natürlich dann gegeneinander getestet. Die nominellen Werte, die werde ich euch dann mal zeigen. Also jetzt hier erstmal von der FS55 und dann auch von der DD4G, also vom Viergänger, der Zweigänger, der Viergänger. Und da sind die nominellen Werte, also die Drehmomentwerte, ja deutlich unterschiedlich. Ja. Maximales Drehmoment, sprich also Drehmoment im harten Schraubfall, hier 130 Newtonmeter, 135 Newtonmeter und hier 75 Newtonmeter. Im weichen Schraubfall 50 Newtonmeter, nagelt mir nicht fest, weiß ich jetzt nicht, blende ich euch ein, und hier 65 Newtonmeter. So, woran erinnert einen die 4G? Was wäre da der direkte Konkurrent? Nun, eine Maschine, die ich schon mal getestet habe, nämlich die Milwaukee M18 Fuel, nicht FDP, nicht die Partei, sondern FPD2. Es gibt ja jetzt die Dreier-Version davon, die noch mal ein bisschen stärker ist, aber Milwaukee hatte ich damals als Leihgerät, das war schon über 2 Jahre her. Wir schreiben es jetzt, den 30.03.2024. Das ist schon über 2 Jahre her, dass ich die Milwaukee hier oder Milwaukee-Geräte hier als Leihgeräte hatte und die dann eben ausgiebig auch testen konnte und auseinandernehmen konnte. Und da war mir in Erinnerung,
was kann so eine 130 Newtonmeter Maschine leisten, und die hätte ziemlich exakt die gleichen Werte. Nun, das können wir uns jetzt mal gerade angucken, und zwar beziehe ich mich dann ausschließlich auf die 12er Schraube. 12 x 200er DIN 571 Holzschraube. Schauen wir uns mal gerade an. Wir haben jetzt hier zwei Milwaukee Fuel Brushless Geräte, mit denen wir ein bisschen Schrauben eindrehen werden in Nadelholz 100x100, beide zusammengezwungen. Und zwar geht es einmal hier um den M18 FPD2, den 135 Newtonmeter Schlagbohrschrauber. Dann versuchen wir zuerst mal ohne Vorbohren den 10er hier reinzuschrauben. Ich habe mir das mal angezeichnet, wo keine Äste sind, auch hier unten drin nicht. Nicht wahr? Nicht, dass dann irgendeiner wieder rumheult und sagt, ja, das war aber doch nicht und bla bla bla. Nö, das brauchen wir nicht. Sinn und Zweck der Übung war, hier den reinen Schlagbohrschrauber, und zwar in der nicht Hammerstufe, sondern in der Bohrstufe, erster Gang, zu checken, inwieweit er mit den Schrauben hier fertig wird. Die 10er Nuss für die 6er, die 13er Nuss für die 8er, die 17er Nuss für die 10er und die 19er Nuss für die 12er. Und jetzt die 12er. Ohne Vorbohren, 12x200. Und jetzt kommt's auf an. Okay, schön mit Handgriff. Aha, jetzt geht dort so eine Art, ja, Rutschkupplung greift hier. Das ist interessant. Da lässt er sich nicht weiter drehen. Aber er schaltet nicht einfach so elektronisch ab. Wir wollen noch eine Sache machen. Mal sehen, ob er mit dem 8 Ampere Stunden Akku den restlichen Millimeter, vielleicht etwas flotter reindrehen kann. Also sind natürlich alle geladen, ist klar, ne? Ja, nur für den Fall. So. Also, die Antwort lautet nein. Das geht dann nicht weiter. Hey, ganz hat er es noch nicht geschafft. Also bislang hat es noch keiner geschafft, die 12er komplett zu versenken. Aber immerhin, er ist mit Abstand am weitesten gekommen. Ja, okay. Und man hat also gesehen, das war bei der Milwaukee unabhängig, ob da ein 5 Ampere Stunden Akku dran ist oder ein 8 Ampere Stunden Akku, wurde fast, nicht ganz, fast eingedreht, ne, in den Holzbalken. Warum ich diese Schrauben so nehme und warum ich diese Tests so mache und so weiter, das kommt alles mit in diese Links zur Videobeschreibung da rein. Ich habe dann eben einen Vergleichstest durchgeführt zwischen diesen beiden Schraubern. Da sollte man sagen, ja, wir Äpfel mit Birnen vergleichen und heul, heul, heul. Ja, nein, braucht man nicht zu heulen, sondern da kommen einem dann tatsächlich manchmal die Tränen.
was für Werbeversprechen oder was für Versprechen oder Versprecher sich da manche Firmen erlauben. Bei einer urdeutschen Firma wie Flex sollte man eigentlich annehmen, das kommt da nicht vor. Super solide, was da versprochen wird, ein Mann, ein Wort, das wird gehalten und fertig. Ne? Schon gar gegen die Amis, na gut, auch Milwaukee gehört zu einem chinesischen Konzern. Also so weit sind die gar nicht auseinander, also von Haus aus, ne? Also von dem Ursprungsland her, in China. Beide, Milwaukee und Flex. Aber auch in den Daten sind die gleich. Und Milwaukee hat ja zum Beispiel auch gesagt, falls jetzt einer nochmal am Rumerzählen ist, ja von wegen Vorbohren und bla bla bla, Milwaukee hat ja davon angefangen und in seine Betriebsanleitung geschrieben, Holzschrauben bis 16 mm ohne vorzubohren. Und da kommt das Ganze erst her. Und natürlich müssen sich jetzt alle anderen Bohrschrauber oder Schlagbohrschrauber, Akkuschrauber daran messen, das ist ganz klar. Aber gleicher Test für alle bedeutet Vergleichbarkeit für alle. So, beide habe ich getestet. Ihr werdet das dann im Anschluss sehen, in dem Video. Und dieses Video ist auch genau das gleiche. Nein, es ist dasselbe, ein und dasselbe Video, das ich auch der Firma Flex dann zur Verfügung gestellt habe. Warum? Nun, ihr werdet sehen, ich war mit der Leistung von dem Viergänger hier nicht einverstanden gegenüber der FS55, denn die waren nicht nur gleich, sondern unterschiedlich, und zwar die hier war sogar etwas stärker. Da denke ich mir natürlich, das kann doch gar nicht sein. Ich habe es dann zurückgeschickt mit der Bemerkung, also an den Service Flex direkt, nicht an denjenigen, von dem ich das gekauft habe, weil der mir auch gesagt hat, also er würde das dann natürlich auch an Flex schicken, die schicken das dann wieder an ihn und er schickt das dann wieder an mich. Also klar würde er das machen, aber so habe ich dann die direkte Kommunikation mit Flex selber und okay. Habe ich dann also direkt mit nach Flex geschickt und tja, was ist dabei rausgekommen? Das ist eben der Spannende, aber da könnt ihr darüber rätseln, weil ja, das ist eine spezielle Geschichte. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich möchte jetzt euch einfach das mal nur die reinen Fakten zeigen, wie der Vergleich zwischen diesen beiden aussieht. Ihr habt ja jetzt gerade schon den Milwaukee gesehen, die Basis quasi. Dann kommt der Test mit diesen beiden hier und dann könnt ihr ja mal spekulieren, wie verhält sich jetzt eine ehemals deutsche Firma, jetzt eine chinesische Firma mit deutschem Namen, wenn man sie darauf anspricht und sagt, pass mal auf, Freunde, hier, ne, hier unser Viergänger, der bietet nicht so die richtige Leistung, wie es eigentlich beschrieben ist. Und was beschrieben ist, das erwarte ich eigentlich. Das soll dann erstmal ein Einführungsvideo sein. Wenn wir uns dann hinterher in einem ausführlichen Video um die beiden kümmern und natürlich auch noch eine Flex von Flex. Also erstmal viel Spaß dabei. Jo, jetzt haben wir was vor. Und zwar, wie man sieht, Flex gegen Flex. Und zwar erstmal die Flex PD2G, also mit zwei Gängen, 1800EC FS55. Eine Maschine mit nominell 75 Newtonmeter Drehmoment im harten Schraubfall. Und dann haben wir hier den Boliden von Flex, die DD4G 18.0EC. Ein Gerät mit nominell 135 Newtonmeter Drehmoment und einer elektronischen Drehmomentverstellung und vier Gängen bis 4200 Umdrehungen. Was haben wir denn vor? Wir machen den üblichen Belastungstest mit den DIN 571 Schrauben und zwar fangen wir an gleich mit 8er, 8 x 140er, 10 x 200er und 12 x 200er. Wenn das nicht reicht,
machen wir hier noch eine 16er und eine 20er Schraube. Nein, das lassen wir sein, weil dafür sind diese Balken einfach, das sind 100 Quadrat mal 2, das heißt also 200 hoch und 10 mal 10 ansonsten der Balken, dafür sind die einfach zu klein, das musste man dicke Baumstämme nehmen, sonst spalten die nämlich hier dieses Holz. Erstmal natürlich den Bohrfutter-Test, das sind ja beides Bohrfutter mit Radialverriegelung und einmal mit dem Rundschaft jeweils, Rundschaft auf 1/4 Zoll und die beiden anderen, das ist ein 17er und das ist ein 19er auf 1/2 Zoll. Und dann wollen wir mal sehen, wie weit die Rundschäfte dort fassen. Gut, wo dabei sind, 19er und jetzt müssten wir eigentlich in der Domäne sein. 12er Schraube, dicke 12er Schraube. Eine Unterlegscheibe. Ist das schon wieder am Blinken. Hoppla. Zweiter Gang. Oh, da geht er noch eher. Also doch, erster Gang. Also das so mit dem Kickback. Nö, hier. Das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so nicht. Ja, jetzt der kleine. Okay. Jetzt auf. Dann hört er wieder an. Ja. Der dreht also das, was der Große da aufgehört hat, noch ein bisschen weiter rein. Aber auch er regelt relativ schnell ab. Also ne, der, die und der, die, also ein bisschen höher. Ich muss mich dann noch mal schlau machen, weil wenn das tatsächlich so ist, dass diese Maschine schwächer ist, also in der Realität hier, schwächer ist als diese Maschine hier mit ihren 75 Newtonmeter im harten Schraubfall immer. Der 130, 135 Newtonmeter. Denn dann kann ich die nicht gebrauchen. Die kostet über 180 Euro, fast 200 Euro, also je nachdem, wo man sie einkauft. Und die hier kostet mit Akkus noch nicht mal so viel. Dann ist das hier irgendwo rausgeworfenes Geld. Dann ist das ein Viergang-Spielzeug. Und das, dafür ist es zu teuer. Ganz einfach.